Ja, also ich bin der Tobias. Ich mache die Lehre als Informatiker. Ich bin jetzt im dritten Lehrjahr. Ich komme aus Hupfdere. Also momentan arbeite ich in Luzern in unserem Informatikgebäude in der Tripschenstrasse. Dort bin ich jetzt im Helpdesk. Das heisst, ich kann das Telefon abnehmen und einfach den Leuten möglichst weiterhelfen und Tickets aufmachen. Die ersten drei Monate bin ich im Servernetzwerk. Dort habe ich vor allem so PCs parat gemacht, PCs verteilt. Zum Beispiel mit einem Mitarbeiter mitgefahren, um jetzt einen Drucker einrichten oder so Sachen. Ich habe das Gefühl, im Lehrbetrieb bin ich von Tag 1 gut aufgenommen worden. Aber zuerst im Servernetzwerk habe ich gerade mal mit dem Oberstift guten Kontakt knüpfen. Dann habe ich da mir Sachen beigebracht. Und so bin ich eigentlich relativ schnell reingekommen. In Pause haben sie mich auch immer mitgenommen, die Meetings. Und so bin ich eigentlich relativ gut eingeschafft worden. Das Schwierigste an der Lehre ist wahrscheinlich einfach, das alles zu lernen, den ganzen Stoff. Die Schule ist gar nicht allzu schwierig, die ist eigentlich noch recht machbar. Aber einfach so die ganzen Anforderungen, die überall sind, vielleicht das Schwierigste. Bei der Lehre der Concordia gefällt mir sicher die ganzen Leute, die eigentlich sehr hilfsbereit sind. Wenn du Fragen hast, kannst du fragen, kannst mit diesen Sachen besprechen. Du hast sehr viel Freiraum, wie du das gestalten willst, was du machen willst. Es ist eine gute Firma. Man kann Spass haben, wenn man mitmacht, wenn man dabei ist und einfach die Lehre nutzen und alles geben.